Lisa, guten Morgen. Aufstehen, meine Süße. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, mein Schatz. Komm, gehen wir zusammen Felix wecken. Felix, aufstehen. Oh nein, ich will noch nicht. Felix, aufstehen, aufstehen. Felix, aufstehen. Felix, aufstehen. Felix, Felix, jetzt komm, steh auf. Komm schon, Felix, lass doch mit dir reden. Wir müssen über ein paar Dinge sprechen, vielleicht auch ein paar Sachen, die die nächste Zeit angehen. Vielleicht können wir auch schon ein bisschen darüber reden, wie es mit dem Baby wird. Guten Morgen, Felix. Morgen, Mama. Über was willst du denn reden? Also gut, ihr beiden, passt mal auf. Wisst ihr denn, was es bedeutet, dass wir ein neues Baby bekommen und dass ich schwanger bin? Ja, das bedeutet, dass ich mein Zimmer mit Lisa teilen muss und das Baby Lisas Zimmer bekommt. Und dass wir jemand Neues zum Spielen haben. Ja, Lisa, genau richtig. Aber Felix, freust du dich denn nicht nochmal ein großer Bruder zu werden? Du weißt ja noch gar nicht, was es wird. Ja, aber trotzdem. Ich will nicht mit Lisa zusammen in ein Zimmer und ich... Ach Felix, glaub mir, so schlimm wird das gar nicht. Es wird viel schöner, als du es dir vorstellen kannst. So, ihr beiden, ich gehe jetzt mal Frühstück machen. Kommt ihr dann gleich runter? Aber Felix, willst du nicht mit mir in einem Zimmer wohnen? Ach Lisa, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Können wir heute schon wieder in den Kindergarten gehen? Nee, Felix, das geht leider noch nicht. Du hast den Arzt ja gehört. Ihr solltet 3 Tage zu Hause bleiben. Dann könnt ihr wieder in den Kindergarten gehen. Oh Mann, das ist echt blöd. Was sollen wir denn den ganzen Tag machen? Du könntest dich zum Beispiel mal ein bisschen mit deiner Schwester beschäftigen. Oder du gehst Fußball spielen. Nur Lisa hat die Masern, du nicht. Aber trotzdem musst du zu Hause bleiben. Oh, Mama, das juckt so doll. Lisa, jetzt hast du deine Flasche runtergeworfen. Na komm, ich geh dich eincremen. Felix, ich muss mich jetzt kurz um Lisa kümmern. Du kannst dich alleine beschäftigen, oder? Oh Mann, natürlich. Das war so klar. Junge, ich ruf kurz in der Kita an, dass ihr abgemeldet seid. Bin gleich wieder da. Oh, na toll. Jetzt sind alle weg. Und ich sitze wieder allein hier. Oh, das war so klar. Wenn ich irgendwas mache, dann interessiert es doch überhaupt gar niemanden. Kriegt nicht mal jemand mit. Ich könnte auch einfach diesen Teller hier runterschmeißen. Keinen wird es interessieren. Und? Merkt irgendjemand was? Nein, gar keiner. Mama ist weg. Und Papa ist weg. Ich glaube, ich gehe jetzt. Genau, Frau Vogel, richtig. Ja, Lisa und Felix kommen erst übermorgen wieder in die Kita. Ach ja, und was ich Ihnen noch erzählen wollte, es gibt Neuigkeiten bei uns. Wir bekommen ein weiteres Baby. Danke, danke. Und Papa telefoniert schon wieder nur. Tschüss, Papa. Tschüss, Felix. Bis später. Oh. Mann, ich glaube, ich werde erst mal zu Annika fahren. Okay, hoffentlich ist Annika zu Hause. Hallo, Felix. Suchst du Annika? Ja, naja, nicht direkt. Aber kann ich erst mal reinkommen? Klar, Felix, komm doch rein. Also, Felix, erzähl doch mal, was ist denn los? Ja, also, meine Mutter ist schwanger. Was? Oh! Herzlichen Glückwunsch, Felix. Freust du dich denn nicht? Nein, genau das ist es ja. Ich finde das total blöd. Ich muss mir bald mein Zimmer mit Lisa teilen. Meine Mutter hat nur noch Augen für Lisa und das Baby. Felix, ich verstehe das Problem. Aber hey, das ist doch völlig normal. Schau mal, das heißt doch nicht, dass deine Mutter dich nicht lieb hat oder so. Aber deine Mama hat einfach viel zu tun im Moment und muss sich eben um andere Dinge kümmern. Ja, trotzdem ist das blöd. Ich weiß auch nicht. Fühlt sich einfach nicht so toll an. Fühlt sich einfach nicht so toll an, die ganze Zeit da zu sein und nicht beachtet zu werden. Ja, okay, ja, das kann ich verstehen. Felix, aber trotzdem, Felix.
Du solltest nicht zu streng mit deinen Eltern sein. Wissen sie überhaupt, dass du hier bist? Ja, hab Bescheid gesagt. Meinen sie, dass ich heute vielleicht bei euch schlafen kann? Ja, klar, Felix. Wenn deine Eltern Bescheid wissen, ist das kein Problem. Du, dann warte doch einfach hier, bis Annika aus dem Kindergarten kommt. Und dann bleibst du einfach eine Nacht hier. Dankeschön. Das ist echt sehr lieb von Ihnen. Oh, der arme Junge. Ach, Marlene, das wird so schön. Ich freue mich so. Oh ja, Thomas. Ich mich auch. Aber sag mal, wo ist eigentlich Felix? Das weiß ich nicht. Warte mal, heißt das, Felix ist weg? Oh nein! Felix! Wo ist Felix? Wenn ihr mehr Videos von Familie Sandmann sehen wollt, dann schaut euch noch andere Videos von uns an. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren. Eure Lisa Sandmann.